Und hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Es war in letzter Zeit nicht so viel los, zum Glück muss ich zugeben. Jetzt wird halt ein bisschen umgebastelt, ich probiere halt noch ein paar Sachen aus hier. Mit den Betten und so. Ich muss auch gucken, den Fußboden muss ich bei Gelegenheit mal umbasteln, wenn ich den aus Metall baue. Wir haben so viel Metall hier rumfliegen. Ich glaube, ich kann den ganzen Boden auch aus Metall machen, glaube ich, oder? Soll ich das mal ausprobieren? Probieren wir mal aus. Ich habe das nochmal gewusst, aber dann wieder vergessen, leider. Ne, ich kann nur die Sachen nehmen hier. Beton. Doch, Beton ist aus Stahl. Betonplatten. Einfach Betonplatten, billig und man kann schnell drauf laufen. Allerdings benötigt er mehr Arbeitszeit und sieht eher neutral aus. Grobe Beton, man kann schnell drauf laufen. Er ist billig und schnell hergestellt. Allerdings ist er auch recht hässlich. Ja, das wäre natürlich nicht so schön. Sorgfältig zugeschnittene Steinplatten für das Burgfeeling. Sieht gut aus. Aber es dauert eine Weile, sie zu verlegen. Sandsteinblöcke. Und was ist das hier? Grob geschnittene Sandsteinplatten, nicht sonderlich schön, aber sie bieten eine sehr gute Oberfläche für Straßen und Wege. Sandsteinplatten abzureißen bringt keine Rohstoffe. Ich habe nur Holzböden. Für das warme, heimische Gefühl. Er ist leicht zu verlegen, aber auch sehr leicht entflammbar. Ja, das habe ich gemerkt. Ne, da kann ich ja nur die hier bauen, ne? Gibt es hier noch andere Böden? Ach, die muss ich wahrscheinlich lernen, ne? Oder ich mache Teppich hier rein. Das geht natürlich auch, weil wenn der Boden eh doof ist, dann kann ich auch Teppich legen. Das nimmt sich dann nichts. So, Bray ist aufgestanden. Jetzt wird das abgerissen. Da kann sich Dennis gleich direkt drum kümmern. Und dann gleich das neue Bett installieren. So, neu installieren. Bist gerade aus dem warmen Bett raus, ne? Und gleich, zack, kriegst du schon wieder ein neues Bett hier hingepflanzt. Muss nur gucken, sind die zugewiesen? Doch, die müssen zugewiesen sein, ne? Die Zimmer müssten zugewiesen sein. Das wird jetzt auch deinstalliert. Und dann kommt da gleich ein neues Bett hin. Erst abreißen. Und neu installieren. Das muss auch gleich gemacht werden. Und das kann gleich abgerissen werden. Dann habe ich die Betten nämlich gleich erledigt. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser wird. So, neu installieren, dahin. Muss ich dich gleich drum kümmern, damit die hier alle pennen können. So, und jetzt kümmerst du dich um das Bett und dann musst du da noch ein Bett hin. Da ist nämlich kein Bett mehr. So, neu installieren, dahin. Da musst du dich drum kümmern. So, hat jetzt jeder hier ein Bett? Wer ist denn der Besitzer hier? Steht das hier? Welch und Madeleine haben kein Bett, wieso nicht? Achso, die sind jetzt alle raus hier, weil ich hier Betten abgerissen habe, das ist ja doof. Okay, Besitzer wählen. Wer war denn hier? War hier Welch? Ich glaube, hier war Welch, ne? Hier war, glaube ich, Ara drinne. Gil war hier, glaube ich, drinne. Bray war da drinne. Hier war Chili drinne. Oder umgekehrt, ist ja auch egal. Hier war Nico drinne. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder allen ein Bett zugewiesen, ne? Ja. Wir haben alle ein Bett jetzt hier. Die beiden teilen sich noch ein Bett, aber das neue Bett kann ich noch nicht basteln, weil ich kein Gold habe, oder was? Ich glaube, ja, ne? Abbrechen. Da muss ich gerade nochmal gucken. Brauche ich echt für das Bett? Moment. Ah, hier ist ein königliches Doppelbett. Ein normales Doppelbett aus Stahl. Kann ich doch bauen, oder? Kannst du das bauen, Daniels? Gucken wir mal. Wenn du das bauen kannst, dann kannst du das für dich und Madeleine gleich noch bauen. Das geht. Okay, dann reißen wir das Bett ab. Deinstallieren. Ist heute der Bettenmann und das wird neu installiert. So, dahin. Dann kümmerst du dich gleich nochmal darum. Dann könnt ihr da nämlich gleich drin pennen. So, das muss ich neu zuweisen und zwar Daniels und Madeleine. Dann haben alle wieder ein Bett jetzt, ne? Ja. Okay, hat sich Daniels gleich schon ins Bett gelegt, alles klar. Wie sieht denn das eigentlich jetzt aus mit, wo war das, der hier? Minus 15, minus 15.
6, 5 Punkte. 5 Punkte immerhin schon mal für ein Bett jetzt hier, okay? Muss ein bisschen sauber gemacht werden. Wer ist denn eigentlich unser Saubermann hier? Reinigen. Hier, Gill ist Reinigungskraft. Bray. Hat nicht wirklich viel Sachen, ne? Was haben wir hier? Arzt? 7? Dann setze ich dich auch mal hier als Dingens. Als, Chili ist Arzt. Wieso ist jetzt Chili hier auf Stufe 2 mit Arzt? Das brauchst du nicht. Du brauchst kein Arzt sein. Das müsste ich eigentlich mal komplett fertig machen. Gil auch nicht. Der kann sowas nicht. Du, wenn dann eher... Ach, ich habe Brain noch gar nicht einsortiert hier, ne? Bergbau machst du. Schmied kannst du machen. Schneider. Künstler nicht so. Handwerker. Träger auf jeden Fall. Und Reinigungskraft auch auf jeden Fall. Ich muss nur gucken, ob du das auch wirklich machst. Was hast du denn für Bio? Verweigert Feuerlöschen. Okay. Feuerlöschen machst du nicht. Ja gut, Feuerlöschen muss man mal gucken, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber dafür machst du alle anderen Sachen, ne? Bergarbeiter habe ich einen. Ja, Welch macht das hauptsächlich. Ich wollte Nico das geben, aber Nico macht das nicht. Kunst und Schneider habe ich ihm jetzt gegeben. Welch macht Kunst. Welch ist sogar ein bisschen besser als Nico, okay. Ich muss hier mal ein paar Sachen rausnehmen noch. Das muss ich nochmal in Ruhe durchschauen. Hilfsarbeiten, was sind denn Hilfsarbeiten? Hier Sachen bringen und so, ne? Schade betätigen, Gefangene freilassen, Behälter öffnen, okay. Bettruhe. Wird zum Erholen von nicht lebensbedrohlichen Krankheiten verordnet. Der Erholende ruht sich in Krankenbetten aus, okay. Ja, das kann auf 3 bleiben, das ist okay. Chili hat echt viele Dinger hier noch, ne? Du hast ein bisschen viel hier. Jäger könntest du machen, aber Chili ist, glaube ich, Nahkämpfer, dann bringt das nichts. Ja, die könnte echt schmieden und alles mögliche machen, ne? Aber mal gucken. Die ist ja schon am Basteln. Gil ist ja schon am Reinigen. Ich bräuchte echt jemanden, der hier durchgehend reinigt. Dann könnte das Braidstone oder was mal machen, oder? Hier machst du auch, wenn du gerade nichts zu tun hast, machst du das. Ansonsten... kannst du auch Bergbau machen, glaube ich. Ja, die beiden gebe ich dir erstmal. Arzt hast du 7. Arad 6, dann bist du ja besser als Ara sogar, krass. Dann machst du noch Arzt hier. Die 3 Sachen machst du dann, das ist so für dich Priorität. Uff, okay, das ist ganz schlecht. Hier minus 19, minus 15, hier muss mal sauber gemacht werden. Die Stühle sehen ganz nice, also die Statue bringt richtig viel. Das heißt, ich müsste eigentlich hier eine Statue reinbasteln, wa? Dass der Raum ein bisschen besser wird. Stuhl 816, der Stuhl ist scheiße, der ist Mist, der ist gut. Die Stühle, die nur 1 bringen, die müssen raus eigentlich. Das ist gut zu sehen. Hier, der Tisch bringt gar nichts, der bringt einen hier, der bringt 2. Okay. Gut zu wissen. Bray macht sauber, finde ich gut, finde ich gut. Ist wichtig, dass die Bude auch sauber gehalten wird. Macht Bray jetzt überall sauber oder was? Jo, Bray macht jetzt überall sauber. Krass. Okay, finde ich gut. Normalerweise müssen die anderen da mitmachen. Das wird eine Weile dauern, hier das alles sauber zu machen. Da ist so viel Dreck, alter Verwalter. Und ich sehe gerade, Tierfutter ist jetzt auch nicht mehr so viel am Start hier. Wie viel habe ich hier? 299. Okay, der Tierfutter ist doch genug da. Krass. Bray macht jetzt überall sauber hier, krass. Die ist aber auch super schnell hier unterwegs. Was machst du da noch? Nanu, jetzt machst du da auch noch sauber? Da brauchst du doch gar nicht sauber machen. Das müssen wir abreißen. Böden entfernen. Dass du mir das hier nicht noch sauber machst, das brauchen wir nicht. Die macht jetzt jeden Boden hier sauber in der Gegend. Das ist ein bisschen zu viel des Guten.
So. Da muss ich unbedingt noch rein. Da muss ich noch mal kämpfen dann. Aber da muss ich ein bisschen besser vorbereitet sein und bessere Ausrüstung haben. Okay, macht auch ein bisschen sauber. Zusammenbruch. Chili hat schon wieder Zusammenbruch. Untätig. Zerrissene Kleidung. Chili hat zerrissene Kleidung. Okay. Was hast du denn für zerrissene Kleidung? Inventar. Das Hemd ist schon wieder kaputt. Wieso ist das Hemd kaputt? Nee, warte. Dann zieht das an hier. Nico hat nichts zu tun. Das ist echt ein Problem. Kannst du nicht irgendwas anderes machen? Forschen kannst du auch nicht, ne? Fähigkeit 1. Nee, das bringt nichts. Handwerker. Du bist Künstler. Ich muss dir Künstler geben. Du musst hier am Links arbeiten. Dann bauen wir für dich nochmal einen extra Tisch. Würde ich sagen. Hier hin. Ja. Huch, Foto wollte ich gar nicht machen jetzt hier. Das dauert noch ein bisschen. Wieso Pum? Oh. Der Kopf hämmert, na toll. Da hämmert der Kopf. Tja, was mache ich mit dir, Nico? Ich weiß es nicht. Du hast keine Arbeit, ne? Ich muss dir irgendwie noch Arbeit geben. Ich weiß nur nicht, was. Achso, hier. Kann ich das Nico geben, oder? Oder nicht? Aufgaben. Hinzufügen, kleine Skulpturen. Wiederhole, bis du x-mal hast. Machen wir, weiß nicht, machen wir 30 Stück. Arbeiter Nico, siehst du, dann hat Nico jetzt auch seinen Arbeitsplatz. Dann ist er wenigstens beschäftigt. Und dann kriege ich, wenn der gut ist, auch noch ein bisschen was zusammen. Das Problem ist, das Lager wird langsam doch ein bisschen voll hier. Ich muss das Lager umräumen. Das ist echt ein Problem. Dann werde ich das Lager nach hinten verfrachten müssen, ne? Das Problem ist, hier ist noch nichts fertig. Daniels ist auch am Schlafen. Das muss hier noch fertig gemacht werden. Ich guck mal gerade. Kopie bauen. 2, 4, 6, 8, 10. Also hier. Und das auch nochmal 10. 2, 4, 6, 8, 9. Ne, das ist ein bisschen kleiner. Okay. Wenn ich überlegen, ob ich hier eine Tür einbaue. Ich glaube, ich baue hier eine Tür ein. Strukturen. Dann bauen wir mal hier eine Tür hin. Und dann machen wir hier noch die Wand zu. Wir brauchen wieder mehr Steine, ne? Aber wir haben keinen Sandstein mehr, glaube ich, ne? Ich weiß noch nicht genau, woraus die Dings gebastelt werden. Abreißen. Können wir hier noch ein bisschen mehr abreißen? Müssen wir schauen. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich das auch zukriege. Hier können wir noch eine Kopie bauen. Machen wir das zu? Wenn das natürlich bis hierhin zumachen könnte, wäre das natürlich Oberhammer, ne? Das müsste ja gehalten werden. Wie sieht denn das eigentlich mit Dach aus? Warte mal. Zonen. Dach erstellen. So, dann machen wir ein Dach hin. Okay. Kältewelle. Kann es ja egal sein. Kein Dach erstellen hier und hier. Beziehungsweise machen wir bei ignorieren. So, weg damit. Okay. Das ging ja schnell hier. Das haben die auch noch fertig gemacht. Reicht das für den Raum? Ja, ich mache die lieber nicht zu groß. Nicht, dass das nachher nicht geht. Und dann bricht mir die ganze Bude zusammen, ne? Oder ziehe ich das noch nach unten durch? Wäre natürlich toll, ne?
fordere ich mein Glück noch aus. Ich probiere es noch. Okay, Bray macht hier noch ein bisschen sauber. Ist aber verdammt dunkel da drin, ne? Da muss ich noch ein bisschen was basteln. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Aber ich würde sagen, in der nächsten Episode geht's weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!